Sport verbindet weltweit Millionen von Menschen. Um Sport zu betreiben, braucht man keine Sprache. Im folgenden Film gehen wir auf verschiedene Sportarten ein. Bei Fußball stärkt man seine Teamfähigkeiten. Fußball ist ein Teamsport, wo man nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen muss. Man akzeptiert sich, egal welche Sprache man spricht, wie man aussieht oder wie man ist. Ich habe ein gutes Beispiel, was mir passiert ist und immer noch so ist. Vor circa 4 bis 5 Monaten bin ich zu einer neuen Mannschaft gewechselt und sie haben mich von Anfang an respektiert und geholfen. Aber trotzdem helfen sie mich immer noch weiter, weil wir ein Team sind. Das Scooterfahren bedeutet für uns viel Spaß. Es ist ein Einzelsport, aber ich betreibe ihn mit vielen Freunden und dadurch werden wir mehr zusammengeschweißt. Ich kann mich mit ihnen gegenseitig pushen und freuen uns miteinander, wenn man einen Trick geschafft hat, den man schon lange versucht hatte. Es gibt auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wo mehrere Pro-Rider aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Auch wenn man Konkurrenten ist, freut man, hilft man und pusht man sich gegenseitig. Dort ist es egal, aus was für ein Land man kommt. Beim Boxen lernt man seinen Gegner zu achten und zu respektieren. Trotz der Gewaltbereitschaft im Ring ist der Kampf jederzeit fair und sportlich gehalten. Beim Boxen geht es nur um die 2 Personen, die im Ring stehen. Die Hautfarbe und/oder die Nationalität spielen dabei keine Rolle. Sport. Im Pamina Schulzentrum gibt es verschiedene Sport-AGs. Badminton AG und Ballmix, Fußball AG, Sport- und Spiel AG, Tischtennis AG, Turn AG, Volleyball für Anfänger und Volleyball für Fortgeschrittene. Outdoor AG, Parkross AG. Jeder kann mitmachen. Sandra und ich sind in der Tischtennis AG. Es macht uns beiden Spaß. Wir können mit jedem spielen. Und wir können uns immer verbessern. Meine Freundin hat mich dazu gebracht, dass ich in die Tischtennis AG gehe. Ja, Mama.